So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, eine neue Folge Unboxing, denn ich habe mir was bestellt im Internet. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Samyang-Fan. Samyang, Bulldog, Ramen, die schärfsten Ramen der Welt, die schärfsten Instant-Nudeln. Habe ich alle Sorten getestet, aber es gibt Sorten, die ich noch nicht getestet habe. Ich weiß, es gibt die Ice-Type, diese blauen. Finde ich richtig stark, findest du nirgendwo überall ausverkauft. Wenn irgendjemand die irgendwann mal findet, bitte besorgt die mir. Schickt mir die Ice-Type Ramen. Ich würde, was weiß ich, dafür geben, dass ich die mal probieren kann. Jetzt habe ich aber was anderes gefunden, beziehungsweise Pupsi, die hat ja Augen und guckt immer mit ihren Augen, hat die gesehen, es gibt irgendwie Samyang Bulldog Quattro Cheese. Ich esse ja am liebsten immer die Samyang Bulldog Cheese. Aber sie hat Quattro Cheese gefunden. Ich habe jetzt gestöbert im Internet. Ich habe bei eBay, weil die dann immer privat verkaufen, irgendwelche Samyang-Sorten, die es gar nicht mehr gibt, habe ich einen gefunden, der mir Quattro Cheese verkauft. Und das müsste dieses kleine Paket sein. Gleichzeitig habe ich aber noch im Internet, in den Weiten des Internets, dieses Paket gefunden. Und hier müssten noch mehr Samyang-Produkte drin sein, die ich auch zum Teil gar nicht kenne. Und das wollen wir uns heute alles angucken. Adi ist auch am Start, aber der sitzt schon wieder da hinten auf der Waschmaschine. Deswegen mache ich mal ganz kurz dieses kleine Paket auf. Quattro Cheese, Quattro Cheese. Ich hoffe, das passt auch. Das Ding ist, ich habe die Three Spicy, konntest du ja auch normal nicht so kaufen, musste ich auch mir irgendwo über eBay besorgen, wo ich dann 50 Euro bezahlt habe für einen 5er-Pack Three Spicy aus den USA und so weiter. Jetzt haben wir hier aber, sehr schön zu sehen, wirklich eine Packung Samyang Bulldog Quattro Cheese, also vier Käse eigentlich. Zeigen wir euch auch nochmal groß. Da hat diese eine Tüte hat schon 15 Euro gekostet und dann kam noch Versand hinzu. Normal bezahlt ihr ja durchschnittlich 8,50 Euro für einen 5er-Pack Samyang, egal welche Sorte. Aber ein Beutel alleine 15 Euro ist privat bei eBay. Das sieht auf jeden Fall genial aus. Samyang Quattro Cheese, die werde ich demnächst also auch mal testen. Quattro Cheese Hot Chicken Flavor Ramen, also auch original, so wie alle anderen Samyang-Sorten mit dem Küken drauf. Jetzt der große Karton. Da haben wir hier nämlich einen Asiamarkt gefunden. Ich finde immer diverse Asiamärkte beim Googlen und Rumstöbern. Die meisten bieten Samyang-Produkte an, die alle ausverkauft sind, die nicht mehr vorrätig sind, die du nicht mehr bestellen kannst, die es gar nicht mehr gibt. Jetzt habe ich aber einen gefunden, der noch Samyang-Produkte hatte, die sogar noch bestellbar waren. Erstmal haben wir das. Das tun wir jetzt hier raus. Adi, guck doch mal. Adi! Dann haben wir hier eine Rechnung wahrscheinlich mit drin. Ich weiß gar nicht, wie viel ich bezahlt habe insgesamt für den ganzen Schotter. Für den ganzen Schmodder, genau. Null. Ich möchte eine Rückerstattung erhalten. 0 Euro. Ah, nicht kaufen. 0 Euro. Gesamtgewicht 1,8 Kilogramm. Düsseldorf sehe ich hier. Hess Ramon. Sie benötigen diesen Lieferschein für Rückerstattung. Hier ist jetzt ganz viel Zeug drauf. Können wir euch nicht zeigen. Was wir euch aber zeigen können, ist, die haben auch die Samyang Quattro Cheese gehabt, aber im Becher. Nicht in dieser Packung, sondern im Becher. Und ich habe gedacht, das ist eine Sorte, die interessiert Pupsi ja auch. Also bestelle ich hier von dieser Seite. Da hat dieser Becher nämlich, glaube ich, 3,50 Euro gekostet. 3,50 Euro gegen 15 Euro. Und es ist eigentlich dieselbe Portion. Ein Becher für mich zum Essen, ein Becher für Pupsi zum Essen. Und damit das in die Samyang-Videos passt, eben dieser Beutel. Das habe ich mir gegönnt. Samyang Quattro Cheese im Becher plus, pass auf, das nehmen wir jetzt hier, das zeigen wir jetzt hier, was haben wir dort? Dieses Samyang Ramen, die irgendwie aber doch anders aussehen. Also das ist, das sollte eigentlich ein 5er-Pack sein, es ist ein 4er-Pack.
Also normal kennt man das ja in 5er-Packs, das ist ein 4er-Pack. Jetzt denkt ihr, das ist rosa. Das ist bestimmt dieses Samyang Bulldog Carbonara. Ist es aber nicht, denn es ist José. Samyang Bulldog Ramen José. Leider steht hier nicht mehr Samyang Bulldog Ramen drauf, weil hier alles japanisch ist. Es sind aber Samyang Bulldog Ramen Korean Fire Noodles mit José. Ich weiß nicht, was José ist. Rose, José. Das muss auch irgendeine besondere Note sein. 4 Packungen hier drin. Die werde ich also auch testen und aufmachen dann in einem super Video. Gleichzeitig haben wir diese Packung noch, und das ist jetzt richtig bescheuert, weil da steht, da kann ich gar nicht sagen, was das ist. Die hat mir Hannes mal gezeigt, er hat ein Päckchen gefunden. Ich habe gestöbert und habe auch ein 4er Päckchen gefunden. Das sind eigentlich auch Samyang Bulldog Ramen Korean Fire Noodles, ja, mit Chicken und dem Hühnchen drauf. Leider steht hier auch wieder alles nur komplett japanisch, aber ich werde nochmal schauen. Ich habe nämlich irgendwo auf dem Zettel steht das nochmal, wie das heißt. Und dann kann ich euch das auch aufschreiben. Es sind auch die Heat Level angezeigt nochmal von den Einzelnen, dass ihr seht. Aha, das ist Stufe 1, Stufe 2, 3, 4, 5. 5 ist dann hier too spicy wahrscheinlich. 4 ist das Gelbe und das Schwarze, das sind die Original, und vielleicht sind das die Käse. Also die sind auch alle hier aufgelistet. Leider alles japanisch. Trotzdem eine Samyang-Sorte, die ich nicht kenne, die ich auf jeden Fall kennenlernen möchte. Hier habe ich noch was. Da habe ich auch keine Ahnung, was das ist. Smash? Springle? Shake? Da steht auch Samyang drauf, und ich glaube, da gab es direkt so Nudeln mal so zum Essen, oder es ist auch irgendeine Sorte, ich habe keine Ahnung. 24 Stunden Samyang Imbiss Service, das sind auch verschiedene Päckchen drin. Samyang, ihr seht das hier an der Seite nochmal, das Hühnchen ist dabei. Das ist auch irgendwas ganz Besonderes auf jeden Fall, mir fehlen die Worte, weil ich einfach gar keinen Durchblick mehr habe. Hier war auch das Hühnchen drauf, genau, ich hoffe, das habt ihr gesehen, das Hühnchen mit der Lupe. Und dann haben wir noch was, und zwar das. Das müssten irgendwelche, irgendwas zu naschen sein, Samyang oder Samyang so Reisküchlein, Dinger, Cracker, Snacks zum Essen, sowas wie Chips, Hot Chicken Flavor, Salduk. Steht hier oben auch Hot Chicken Flavor Salduk von Samyang. Was genau das ist, ich kann es euch leider nicht sagen. Das ist meine orientalische Samyang Sortenbox, die ich jetzt hier bestellt habe. Und da ist so viel Potenzial drin mit vielen tollen, leckeren Dingen, worauf ich mich schon mega freue. Und da werden einige Videos kommen, einige Tastings. Ich bin gespannt. Ich schmeiße das alles hier rein. Das war es von meiner Seite aus. Steht hier noch was drauf? Nee, doch. Ah, doch. Samyang 4 Käse Bulldog, Samyang José Bulldog Ramen, Samyang Ramen Snack Bulldog, Samyang Salduk Bulldog Flavor und die anderen vom Hannes hier, wo ich euch nicht sagen konnte, wie die heißen, steht hier drauf Samyang Bulldog Champong. Champ und Pong. Champong. Also falls ihr die Sorte kennt, Champong, schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Adi Schatz, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guck mal, wieder guckt. Er hat schon wieder ein Quetschauge. Ein Auge war gequetscht, jetzt nicht mehr. Adi Schatz, alles Gute. Ich glaube, Adi will schon wieder fressen, der will schon wieder in die Küche. Ja. Tschüss.